Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Folge hier bei Power and Revolution GPS 4 mit dem Bundesblub in Lettland. Ich war fleißig, ich war sogar sehr, sehr fleißig. Ich habe mir hier eine wirklich große Liste zusammengebastelt, was ich denn noch so alles machen möchte und habe mir hier so einen kleinen Plan in Sachen Bildung und Infrastruktur zusammengelegt. Ich mache hier aber erstmal weiter. Ich sag mal so, das meiste davon hat so ein Problem, das braucht Geld und Geld ist etwas, das haben wir zwar, aber das ist jetzt auch nicht in unendlichen Mengen da. Es sei denn, man hat hier irgendwelche Einstellungen wie die USA oder so, dann ist das vielleicht in unendlichen Mengen da, aber mal gucken. So, Lettland, Zeitung. Anstieg auf 4%. Leute, wir haben schon seit anderthalb Jahren 4%. Was? Nee, nicht hier vergrößern. So, die Zeitung berichtet natürlich nur von überall nur von den Arbeitsmarktzahlen. Das ist natürlich, wenn ich die Zeitung aufmache, was ich eigentlich nie mache, dann steht da auch nur überall von jedem Land der Welt die Arbeitsmarktzahlen. So, öffentliche Finanzen, wir sind wieder bei knapp 50%. Die Leute haben sich so ein bisschen von meinem privaten Rachefeldzug hier erholt. Ich habe mir hier so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe mich zum Beispiel mal ein bisschen schlau gemacht, im Bereich der Inflation. Die ist ja hier aktuell wieder ein bisschen am Hochklettern, muss man ja sagen. Die Inflation ist aktuell bei 0,85%, sprich eine Teuerungsrate von, in Dollar gerechnet, von 10 Cent, sage ich jetzt mal, in Euro. Ach hier, lol, hier steht ja, okay. Oh, das sind natürlich hier sehr interessante Infos, okay. Ja gut, Kurs in Währung in Dollar. Gut, die Teuerungsrate von 10 Cent ist jetzt natürlich, wenn man das mit dem Dollar vergleicht. Ja gut, es spiegelt sich natürlich überall wieder. 0,85% ist tatsächlich jetzt, ich meine gut, wenn man bei 0,21 anfängt, ist 0,85 natürlich holy shit. Aber ich habe mal geguckt und zwar, es ist so in der Community so die Richtlinie, so eine Inflationsrate von 4,5 bis 5,5%, das ist noch ganz okay. Das kann man noch gut handeln als starke Wirtschaftsnation. Jetzt ist natürlich die Frage, ist Lettland so eine starke Wirtschaftsnation, aber das kann man wohl auch das Prinzip auf kleinere Länder anwenden, wenn man die denn wirtschaftlich auf Vordermann bringt, was wir durchaus getan haben. Deswegen also 0,85% ist halt ein Witz, wenn 4,5 bis 5,5% noch im Bereich des Normalen sind. Viel höher sollte es aber nicht gehen. Es ist ja so ein bisschen abgeflacht, jetzt steigt es gerade wieder ganz schön an. Das ist ein bisschen besorgniserregend. Wir können da natürlich ein bisschen mit Steuern gegenarbeiten. Ich habe mir hier auch so eine kleine Salz- und Fettsteuer notiert. Allerdings, das wird das Parlament sowieso wieder ablehnen. Ich habe mir hier echt einige Sachen notiert. Das Renteneintrittsalter senken im Bereich Sport und Bildung habe ich mir noch ein paar Sachen notiert. Das hatte ich schon alles, das hatte ich auch. Steuererlasse im Bereich saubere Energie hatte ich mir ja aussortiert. DSL und Glasfaserausbau in Lettland, das hatte ich mir auch notiert. Das ist aber scheiße teuer, das Ganze hier auszubauen. Den Geheimdienst ein bisschen auf Vordermann bringen, hatte ich mir auch notiert. Und ich war so am Überlegen, wir haben hier in Lettland keine Autobahn. Nicht eine einzige Autobahn. So ein ICE-Verkehr haben wir hier quasi auch nicht. Wie wäre es denn, wenn wir mal ein paar Kooperationen schließen mit Estland und Litauen? Hier zum Beispiel. Das hier ist doch eine Autobahn. Wie wäre es denn, wenn wir uns hier mal so Richtung Süden so ein bisschen anknüpfen oder hier auch mal Richtung Norden so ein bisschen was bauen und hier quasi eine richtig krasse Infrastruktur aufbauen? Das geht natürlich alles ganz schön ins Geld.
So, Ich sollte vielleicht auch mal gucken, dass ich hier bei Gelegenheit irgendwie mal ein paar Minister austausche. Ich glaube, ich habe hier so ein paar, die sind jetzt irgendwie nicht so geil, ne? Kabinett. Dieser Industrieminister, ist das nicht der Typ, der permanent nicht da ist? Okay, warte mal. Ich versuche gerade noch mal. Wo war das hier noch mal? Region verwalten. Bauen im Energiebereich. Okay. Ich glaube, so weit kam ich das letzte Mal nicht. Ich breche das mal hier lieber wieder ab. Nein, halt, stopp. Stopp, 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 stopp. Um Gottes Willen. Okay. Das konnte ich letztes Mal ja, glaube ich, schon gar nicht anklicken, weil unser Industrieminister irgendwie quasi nie da war. Töt. Aha. Was? Okay, unser Industrieminister ist quasi jetzt wieder bei der Arbeit. Das ist ja schön. Ich habe auch gesehen im Bereich Sport, wir haben kein großes Sportzentrum in ganz Lettland und schon gar kein Stadion. Das ist. Also, das muss man hier ein bisschen besser vorangehen, habe ich so das Gefühl. Lettland hat jetzt irgendwie gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Wie sieht es eigentlich hiermit aus? Ja, der Bau geht gut voran. 0,26, ja, das klettert hier schon immer wieder nach oben. Schuldentilgung. Zunahme der Arbeitslosigkeit, die nun auf 3,77%. Wir waren eben bei 4%. Das ist keine Zunahme, das ist eine Abnahme. Alter, ey. Oh, ohne Spaß, ey. Die Zeitung hier kannst du aber auch übelst in die Tonne kloppen, ey. Also das mit der Inflation macht mir natürlich echt ein bisschen Sorgen, ey. Jetzt sind wir schon bei 0,88. Ich meine, die Wirtschaft ist übelst krass am Abgehen. Holy shit, ey. Ja, also ich rechne schon damit, dass wir uns bei über 1%, vielleicht so bei 1,2, 1,3% langfristig einpendeln werden, was die Inflation angeht. Aber wenn unsere Wirtschaft richtig krass abgeht, ist das halt auch ein bisschen normal, muss man sagen. Oh lol. Das will ich auch haben. Finnland, gib mal hier ein bisschen was ab. Was ist denn da los? Das glaube ich ja nicht. Na gut, also ich sage mal so, wir können natürlich jetzt warten, bis sich unsere Finanzlage immer und immer weiter verbessert. Oder wir können schon mal so ein bisschen was in die Hand nehmen. Das ist natürlich möglich. Unsere öffentlichen Finanzen sehen gut aus. Die Frage ist, was nehmen wir in die Hand? Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Bereich Wohnungswesen. Das werden irgendwie immer mehr. Gesundheitsschädliche Sozialwohnungen. Werden das irgendwie mehr oder bilde ich mir das ein? Wie viel wird das kosten, wenn ich mal 100 Wohnungen mache? Ach du Scheiße, puh. Renovierung menschen- und würdiger Wohnungen. Also wenn ich 100 Wohnungen. Ach du heilige Scheiße, ey.
Also wenn ich 100 Sozialwohnungen renoviere, dann kostet mich das eine durchschnittliche jährliche Rückzahlung von knapp 1,3 Millionen Euro. Ja, also ich meine, 100 Sozialwohnungen ist schon eine ganze Menge, aber 1,3... What the fuck, ey? Aber bei 1,3 Millionen Euro ist jetzt eigentlich gar nicht so viel pro Jahr. Das machen wir mal. So. Ich denke, das war mal überfällig, dass ich hier eine etwas größere Zahl mal reinhaue. So, Wohnpolitik. Ja, gibt ein bisschen Plus. Wie häufig in diesem Spiel eigentlich so Naturkatastrophen wie Tsunamis und so vorkommen. Das ist schon echt, echt krass. Okay, dass ich hier gerade übelst viel Geld in die Wohnpolitik gesteckt habe, das scheint die Leute jetzt nicht so wirklich zu jucken, sag ich mal. Unser Defizit scheint das aber auch nicht wirklich zu stören. Okay. Eine Sache, die mich ja so ein bisschen gestört hat. Unser Geheimdienst bekleckert sich ja jetzt nicht gerade mit Ruhm. Irgendwie alles, was die anfassen, das funktioniert irgendwie nicht. Ich würde sagen, wir investieren mal ein bisschen was in die Spionageabwehr. So. Das kostet ein bisschen was, ist jetzt aber auch nicht wirklich viel, aber ich würde mal sagen, das mache ich auf jeden Fall. So, mal ein bisschen hier was in die Spionageabwehr stecken. Also irgendwie, egal was unser Geheimdienst macht, die kriegen das irgendwie nicht geschissen, habe ich so das Gefühl. Da muss auf jeden Fall auch mal ein bisschen mehr Geld reinfließen. Die Ausbildung der Agenten wäre natürlich auch wichtig. Aber das ist halt auch scheiße teuer, ey. Holy shit. Ich weiß nicht, inwiefern sowas eigentlich auch die Inflation befeuert, wenn ich halt immer mehr Geld raushaue. Allerdings, was soll ich machen? Das Geld ist halt nun mal da, wenn ich es horte. Spionage geht runter. Unser Netzwerk wurde teilweise lahmgelegt. Die Agenten wurden festgenommen oder getötet, ja. Mit den Informationen, die uns zur Verfügung stehen, ist es schwer zu sagen, was dort passiert ist. Aber die Dichtungstheorie lässt mich vermuten, dass wir bis zu einer Stärke zwischen 12,7 und 23,8. Ja. Jetzt kommt er wieder mit seiner alten Verräterlinie. Ach Leute, ich gebe euch mehr Geld und ihr macht hier gleich irgendwie so was draus. Wieso geht die Inflation denn gerade so krass ab? Die hatte sich eigentlich eingependelt und jetzt geht die halt wieder übelst ab. 0,93. Ich kann da natürlich mit Steuern gegenarbeiten. Allerdings würde das halt auch die Leute belasten, die halt von dem krassen Wirtschaftswachstum nicht so profitieren. Da müsste ich halt auch die Sozialausgaben erhöhen. Presseerklärung. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ihre Bekenntnis zu den Werten der Familie ist. Ja, unglaublich. Also ich weiß nicht, was das Spiel immer von mir will. Was für eine Presseerklärung soll ich hier machen? Für was? Wie kann ich das machen? Wieso soll ich mich für irgendwas rechtfertigen? Hallo? Politiker und für irgendwas rechtfertigen. Wo kommen wir denn dahin? Alter Vater, das steigt aber echt hier an, ey. Das steigt echt hier an.
0,95? Die Inflation ist gerade übelst am Hochklettern. Was? Libyen hat eine Inflation von 164%? Ja, das ist aber ein bisschen viel, ey. Das ist aber ein bisschen viel. Das verwundert mich ein bisschen, wieso das gerade so krass ansteigt. So, der Typ von Japan möchte einen treffen. Ja, Leute, wenn ich hier immer mehr krasse Wirtschaftspakte abschließe, das wird mit der Inflation aber auch nicht besser, Freunde, sag ich mal so. Dem Land geht es gut. Ja, das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Sag mal, kann ich eigentlich irgendwo nachgucken, wie gut es den Leuten halt geht? Also ich kriege ja immer Berichte von, ja, das Glück im Land ist halt so und so. Kann ich das eigentlich auch irgendwo sehen? Bevölkerungswachstum, Dichte, bla 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 bla. Bevölkerung unter der relativen Armutsgrenze, das hat sich gebessert. Nationales Bruttoglück. Ach du Scheiße, was ist das denn, ey? Also das Glück hat sich eine ganze Ecke erhöht. Entwicklung im Vergleich zu Spielbeginn. Menschenrechte? Hä? Was haben die denn mit Menschenrechte? Entwicklung im Vergleich zu Spielbeginn. Negativ. Menschenrechte. Weil ich das eine Gesetz erlassen habe, das war aber kein Gesetz für Menschenrechte, das war ein Gesetz, dass ich das Parlament entmachtet habe. Für Menschenrechte habe ich eigentlich genau das Gegenteil getan und mehr Rechte gegeben. Okay. Kann ich mir irgendwie Neigung? Umweltpool, okay. Ja, die Wirtschaft habe ich übelst auf Vordermann gebracht. Sinkend? Menschenrechte. Okay, und warum finden die Leute, dass ich bei Menschenrechte absolut nicht genug tue? Weil ich denen mehr Menschenrechte gebe? Das ist eigentlich was Positives, Freunde. Also insgesamt erhöht sich das Glück nur beim Thema Menschenrechte? Okay. Kann ich nicht nachvollziehen, aber gut. Dann werde ich daran arbeiten. So, aber gucken, was der Typ von Japan will. Wahrscheinlich will er mir wieder irgend so einen komischen Ömmelvertrag aufsetzen. Holy shit, ey. Gott, ey, das ist ja gerade richtig krass am Klettern. Ich hoffe, dass das pendelt sich mal langsam irgendwie ein. Jetzt muss ich ja echt noch irgendwie die Steuern erhöhen oder so. Hi. Guten Tag. Ich komme nicht mit. Was willst du? Rindfleisch. Japan möchte Rindfleisch kaufen. Also, Joa. Ich sag dazu nichts mehr. Ich sag dazu einfach nichts mehr. Öffentliche Finanzen ist sehr gut. Okay. Was macht eigentlich? Ich habe doch hier Stuff gekauft. Habe ich nicht hier irgendwie Drohnen und Hubschrauber gekauft? Das mit den Hubschraubern dauert noch ein bisschen. Okay, alles klar. Vielleicht sollte ich auch mehr auf die Zeitung achten. Das ist natürlich auch so eine Sache. Mir ist übrigens auch was aufgefallen im Bereich Sport.
Hier gibt es ja noch die Disziplin. Und wir fördern jede Disziplin außer eine. Und das ist der Fußball. Das ist eigentlich ein bisschen ungerecht. Also wenn wir schon sagen, wir fördern hier speziell Disziplin. Ja, dann sollten wir aber auch alle fördern. So. Deswegen machen wir das mal hier kurz. Zack. So. Also, wenn wir schon gezielt hier Disziplin fördern, dann ja wo alle und nicht einfach mal eine ausschließen. So. Das wird wahrscheinlich keine Sau jucken, was ich gerade gemacht habe. Das Problem ist, für diese Sache mit... Was soll ich hier mal für eine Presseerklärung machen? Was wollen die von mir? Also irgendwie, ich weiß nicht, was die Leute von mir wollen. Ja, so Presseerklärung für was? Was wir auf jeden Fall noch brauchen, wenn ich jetzt so eine Autobahn runterziehe oder so eine ICE-Strecke hochziehe, ich brauche halt auch Baurechte in dem Land. Also ich kann in meinem Land bauen, ja, aber ich brauche halt Baurechte, wenn ich das quasi hier rüber bauen möchte. Das wird dann natürlich auch auf meine Kosten gehen, wobei ich nicht weiß, ob die Länder da nicht irgendwie einen Teil mit übernehmen. Das weiß ich natürlich nicht. Kann ich irgendwie... Ich weiß nicht, was die halt von mir wollen mit ihrer dämlichen Presseerklärung. Kommunikation. Was? Oh. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, also wahrscheinlich irgendwie was wegen dem Bau hier oder wegen dem Gesetz, was ich gemacht habe, aber wieso sollte ich mich da nachträglich jetzt noch irgendwie zu äußern oder so? Ach stimmt, den Zivilhafen, den wollte ich ja eigentlich auch noch bauen. Das ist halt auch so ein übelst teures Projekt. Macht sich jetzt wieder dieser Komiker über mich lustig. Das ist aber, Kollege, ja, würde ich mal hier aufpassen. Würde ich auch mal ganz gewaltig aufpassen. Wenn ich die Steuern senke, dann steigt die Inflation halt noch weiter. Die Kurve flacht halt nicht ab. Das macht mir gerade so ein bisschen Sorgen. Wirtschaftsminister, wir müssen mal gerade hier miteinander reden. Ich bestell mal den Wirtschaftsminister hier ein. Wir müssen mal hier über das Thema Inflation reden. Vielleicht hat er irgendwie ein paar Tipps oder so. Ha, als ob die KI Tipps hat. So, hi. Willst du Kaffee? Nein, danke. Ja, okay. Ihn zur Moral, zur Ordnung rufen. Okay, ich kann hier quasi nicht über irgendwelche relevanten Sachen reden, oder was? Ja, okay, ciao. Das hat ja richtig viel gemacht. Ich dachte, ich könnte jetzt hier irgendwie sagen, yo, was würdest du eigentlich tun? Die Armee ist mit uns. Ihre Politik ist auf dem Richt... Ja, das hast du mir jetzt schon irgendwie 3 oder 4 Mal gesagt. Okay, ja stimmt, ich wollte ja auch noch gucken, ob ich hier mit Estland und Litauen eine Art baltische Union Militärbündnis gründen kann, weil ich der NATO ja nicht unbedingt vertraue, muss ich mal so sagen. Also ich weiß nicht, ob ich mich so auf die NATO verlassen kann. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Lettland, das ist ein modellhaftes Land. Okay. Die Weltbank findet, ich mache die Sache hier ausgezeichnet. Ja, das finde ich auch, Freunde.
Ich habe halt nur ein echt kleines Problem mit meiner Inflation. Oh Gott, ey, das wird ja immer 1,02. Kann das mal aufhören, ey, zu steigen, ey? What the fuck, ey? Ich muss hier bald die Steuern erhöhen, wenn das so weitergeht. Holy shit, ey. Okay. Dann muss ich mich bald mit dem Thema Sozialhilfe, Arbeitslosengeld und Rente beschäftigen, weil wenn die Inflation so krass steigt, dann müssen die Leute, die nicht von dem Wirtschaftserfolg profitieren, halt auch entlastet werden. Okay. Das ist natürlich, okay. So, ich würde erstmal sagen, wir hauen hier wieder mal ein bisschen... So. Wir hauen hier nochmal 100 Wohnungen raus. So, zack. Also, dagegen muss ich halt auf jeden Fall ankämpfen. So, Ermutigung. Was willst du denn jetzt von mir? Präsident der Stiftung Teilen und Solidarität unter Menschen. Sie haben sich der humanitären Sache ernsthaft verschrieben und Ihr Bekenntnis ist wirklich ernsthaft. Bitte nehmen Sie unsere Dankbarkeit zur Kenntnis und unsere... Ja, ich nehme hier Ihre Dankbarkeit zur Kenntnis auf jeden Fall. Was macht eigentlich hier mein Spionagenetzwerk in Taiwan? Ist das irgendwie komplett kaputt oder wie habe ich das zu verstehen? Ah ja. Öffentliche Finanzen? Okay. Ja, Jungs, ich investiere. 0, uiuiuiui. Ja, Jungs, ich investiere. Das nennt man investieren. Wahrscheinlich muss ich die Zinssätze bald wieder neu verhandeln. Wahrscheinlich wollen sie das von mir. Aber ich investiere gerade in Sozialwohnungen, falls ihr das nicht gemerkt habt. Ja, das sieht mein Handy nämlich genauso hier. Das sieht mein Handy nämlich genauso. Das sieht mein Handy nämlich genauso. Misswirtschaft der Regierung. Ja, Freunde, von mir aber mit Sicherheit nicht. Was ich eben noch sagen wollte, im Bereich Bildung, ich habe gesehen, wir haben in Lettland keine Uni. Wir haben zwar hier, ne? Schulen, weiterführende Schulen, Sachen für Berufsausbildung. Lettland hat keine einzige Uni. Die jungen Leute, die hauen uns doch alle ab hier. Oder müssen sich hier irgendwie mit Fernstudium über Wasser halten. Also, dass es in ganz Lettland, noch nicht mal in der Hauptstadt, keine einzige Universität gibt, wo die Leute studieren können, das kann nicht sein. Also, das kann absolut nicht sein. Das kann ich absolut nicht gutheißen. Könnte das mal so langsam wieder abflachen? Das macht mir hier so ein bisschen Sorgen. Okay, wie viel kostet denn so eine Uni? Vielleicht sollte ich mich jetzt der Sache einfach mal annehmen. So, hier sieht man es. Primärstufe, ich nehme mal an, das soll sowas sein wie Grundschulen oder so. Sekundärstufe dann wahrscheinlich so... Hauptreal, Gymnasium, irgendwie sowas, Hochschulen, weiterführende Schulen, Berufsausbildung. Aber keine einzige Universität? Das kann es ja wohl nicht sein, ey. So. Anzahl der Neubauten, eine. Also Lettland braucht eine, also das kann es halt nicht sein. Wir brauchen eine Universität. Bestätigen. Achso, ich dachte, ich könnte jetzt hier noch die Position auswählen. Gut, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass diese Universität in unserer Hauptstadt gebaut wird, weil wir halt jetzt auch nicht viel mehr als unsere Hauptstadt hier haben. Wir brauchen wenigstens eine Universität. Das kann doch nicht angehen. So, das könnte jetzt natürlich finanziell richtig krass reinhauen. Ich meine, so eine Universität... Oh, Bildungspolitik und Forschung. Bildungspolitik und Forschung geht aber richtig krass ab, ey.
Holy shit, ey. 79% Beliebtheit plötzlich. Unsere Sportler sind bereit. Aber wenn ich darf... Oh nein, nicht schon wieder. Der Ermutigung, bevor die Abfahrt des ja, mach ich. Aber ihr werdet doch sowieso wieder verkacken. So, das kam jetzt natürlich extrem gut an. Ah, das hat aber natürlich ein bisschen reingerissen. Ne? Das muss man natürlich jetzt auch mal so sagen. Aber ey, Lettland bekommt eine Uni. Lettland bekommt eine Uni. Das ist eine gute Sache. Die Wettbewerbe fangen in einer Woche an. Unsere Athleten sind alle in Topform. Ja, das hast du letztes Mal auch gesagt. Und es gab nicht eine einzige Medaille. So, ich denke aber, dass die Universität, die wir in unserer Hauptstadt bauen, das dürfte das Bildungsniveau aber nochmal ordentlich anheben. Gute Nachrichten. Staatskasse mit einem Überschuss. Ja, das ist doch gut. Dann baut mal die Uni. Oder habe ich vielleicht auch deswegen so eine krasse Inflation? Das wird halt nicht weniger, ne? 1,07? Ja. Minus 0,41. Ja, das ist jetzt natürlich die Universität, die hier so mega krass reinhaut. Was sagen denn... Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Öffentliche Finanzen. Ja, Leute... Ich investiere halt. Ja, okay. Wir müssen hier, ja. Ja, ich sehe schon. Ich sehe schon, wo das Problem ist. Die Zinssätze wurden auch wieder massiv erhöht. Ich sehe schon, wo das Problem ist. Nächste Folge müssen wir einmal wieder durchverhandeln, habe ich so das Gefühl. Nächste Folge müssen wir einmal wieder die Schulden... Prozente hoch bzw. runter verhandeln. So, aber das mit der Uni kann ich ja dann schon mal hier abhaken. So, Uni bauen. Erledigt. Lettland bekommt eine Uni. Wie lang dauert die eigentlich? Steht das hier nicht irgendwo? Das stand da wahrscheinlich. Hab ich wahrscheinlich so drauf. Dauert es Neubau? Och, das geht ja schnell. Okay. Die Uni dauert gar nicht so lange. Also meine Hoffnung, dass sich das Ding bei 1,2, 1,3% einpendelt. Ich glaube, von der Hoffnung kann ich mich so langsam verabschieden, ey. So, das Landwirtschaftsbudget, ja, von mir aus. Hier ist unsere Wachstumserwartung. Jo. So, 4%. Ja, ich glaube, viel weiter werde ich das auch nicht runterdrücken können, Freunde. Das ist halt einfach nicht drin. Ja, das wird sich halt auch wieder alles einpinnen. Also, das einzigste Problem, was ich aktuell habe, ist halt die Sache mit der Inflation. Das steigt halt schneller, als ich gedacht hätte. Noch ist es nicht dramatisch. Aber das könnte halt echt zum Problem werden. Das könnte halt echt zum Problem werden. Ich glaube, ich werde mich nochmal nach dieser Folge mit dem Thema Inflation in dem Spiel beschäftigen. Weil, ja, okay. Wenn ich mich jetzt so an dieser 5% Marke orientiere, dann habe ich spätestens dann ein Problem, wenn ich halt da bin. Und das sieht halt aktuell echt so aus, als komme ich in die Richtung. Muss ich mich mal mit beschäftigen. Aber aktuell sind die Leute, ja, die Leute sind happy. Okay, dann würde ich sagen, soll es das für diese Folge gewesen sein? Die wollte ich mal ein bisschen kürzer halten. Wir bauen eine Uni.
haben ein bisschen Geld investiert und ich werde mich mal hier schlau machen. 1,1 Cent, das steigt halt echt schneller, als ich es gedacht hätte. Ich muss mich, glaube ich, mal ein bisschen informieren und mal so ein bisschen versuchen, dagegen zu steuern. Ich kann ja mal gerade noch zum Abschluss gucken. Ich war ja hier am Überlegen, Salz- und Fettsteuer von 0,4%. Das würde uns jetzt nicht wirklich krass helfen, aber wie sieht das denn hier aus? Okay, ja, die Öffentlichkeit findet eine neue Steuer natürlich ziemlich scheiße. Das Parlament wäre aber richtig, richtig krass dafür. Also, wie sieht es hiermit aus? Ach so, das ist ja ein tolles Parlament. Wenn ich eine neue Steuer einführe, die Bevölkerung belastet, ja, das findet das Parlament toll. Das findet das Parlament richtig toll. Aber wenn ich eine neue Steuer einführe, was die Finanzleute belastet, das findet das Parlament dann wieder nicht toll. Ja, ihr seid auch ein tolles Parlament, ganz ehrlich. Also das ist ja wohl nicht zu glauben hier. Okay, gut. Dann schauen wir mal. Nächste Folge ist die Uni dann vielleicht fertig. Mal gucken, ob hier der übelste Bildungsboom dann kommt. Wer weiß. Ja, Inflation schaue ich mal für die nächste Folge. Ich bin gespannt. Nicht so ganz viel passiert diese Folge, aber ich habe von meinen Plänen berichtet und ich werde sie umsetzen. Ich werde sie auf Biegen und Brechen umsetzen und das vielleicht schon teilweise in der nächsten Folge. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis dann und ciao.